So, und jetzt zeige ich euch nämlich, wie eine Lauchsuppe anständig geht, schneller und natürlich auch günstiger, aber vor allen Dingen, wie sie viel besser schmeckt. Und dazu gehört eben auch Schalottenschälen oder Zwiebelschälen, aber auch das macht Freude, wenn man nicht zu sehr durch die Nase atmet, sondern durch den Mund, weil dann tränt man in den Augen nicht so. Also das als kleiner Tipp am Rande. So, ich brauche bei einer Lauchsuppe gar nicht so viel Zwiebeln, weil natürlich ist Lauch ein Zwiebelgemüse. Daher habe ich so einen Grundgeschmack drin. In allen anderen Gemüsesuppen oder auch Suppen ist es immer wichtig, dass man ausreichend Zwiebeln oder auch Schalotten nimmt. Die Schalotten schmecken einfach feiner, das ist der Unterschied. Zwiebel schmeckt immer sehr deutsch, also sehr deftig. Eine Schalotte ist etwas feiner, etwas moderner im Geschmack. Das ist rein subjektiv, einfach da kann jeder entscheiden, was er gerne hätte. So, und jetzt brauchen wir da auch gar nicht so viel Schönes schneiden. Wichtig ist einfach, dass wir es klein und dünn schneiden. Das kann entweder auch auf dem Gurkenhobel passieren, wer nicht so scharfe Messer hat oder auch nicht so gut mit dem Messer umgehen kann. Aber einfach ist wichtig, klein oder dünn schneiden. Das müssen keine Würfel sein. Wichtig ist nur, dass der Fond an das Material kommt, also an den Geschmack der Zwiebel. So, das wäre schon alles. So, dann kann ich auch schon die Zwiebeln in den Topf geben. Den habe ich noch gar nicht vorgeheizt, sondern hierfür will ich das ja farblos anschwitzen. Dann kann ich auch das Öl anschließend dazugeben. So, den Lauch halbieren. Das grobe Grüne wird weggeschnitten. Das ist für die Suppe nicht so ganz lecker. Das wird nämlich immer bitterer und immer kräftiger und nachher wird die Suppe auch grau dadurch. Das braucht man aber nicht wegschmeißen, außer natürlich das, was trocken oder unschön ist, das gibt man weg. Den Rest hebt man auf, nur als kleinen Tipp am Rande. Schneidet es sehr, sehr fein, so wie hier. Und wenn man dann so feine Streifen hat, kann man das am nächsten Tag wunderbar in ein Wok-Gemüse geben oder in so eine Geflügel-Wok-Pfanne, weil die Asiaten nehmen immer das Dunkelgrüne oder das Grüne vom Lauch und schmeißen eher das Weiße weg und wir machen es genau umgekehrt. Und so kann man dann eben den Lauch auch komplett aufarbeiten. Diese äußeren Blätter, die nicht mehr so schön sind, die tue ich auch weg, weil die sind ledrig. Und dann wird es einmal gewaschen und dann fein geschnitten. So, gescheit ausklopfen. So, dann wird der Lauch auch in feine Stücke geschnitten, in feine Ringe oder jetzt eben halbe Ringe. Beim Schneiden ist es wichtig, dass man es am Anfang erstmal langsam sich selbst beibringt. Ja? Wichtig ist natürlich auch scharfe Messer, das ist auch bei Zwiebeln wichtig, dann dampft es nicht so aus, dann werden sie nicht so gequetscht, sie bekommen keinen bitteren Geschmack und vor allen Dingen tränt man nicht so arg. Dann ist es wichtig, die Spitze bleibt auf dem Brett und dann schiebt man das Messer vor, zieht zurück, schiebt vor, zieht zurück, schiebt vor, wie so ein Lokomotivenführrad. Und irgendwann macht man das automatisch immer schneller, am Anfang eben sehr langsam. Die Fingerkuppen zurücknehmen, nicht aufstützen. Wenn man sich aufstützt, ja, dann ist es so, wenn man sich verschneidet, kommt man nicht so schnell weg. Ja. Deswegen immer die linke Hand oder die Hand, die nicht am Messer ist, noch lockerer als das am Messer. Und am Messer auch immer ganz locker bleiben, vorschieben, zurückziehen, vorschieben, zurückziehen. Und dann macht man das automatisch immer schneller. So bleibt das Messer schön scharf, als wenn man da so rumhackt wie so ein Verrückter. Ja, das brauchst du nicht. Vor, zurück. So, und dann nehmen wir uns gleich auch ein bisschen was aus der Mitte, aus dem Schönen raus. Das können wir nämlich nachher auf die Suppe streuen, damit auch nachher man sieht, dass man eine frische Suppe gekocht hat. Und eben nochmal Gas geben, drüber schneiden. Zack, und auch hinein damit in den Topf. Und man sieht jetzt schon, was das für eine Riesenmenge für wenig Geld ist. Das gibt also weitaus mehr als 3 Portionen Suppe. Jetzt machen wir die Flamme an. So, dann gebe ich auch schon Salz dazu und dann nehme ich ein ganz normales Meersalz. Ja, also das ist im Pfund, das kostet circa 5 Euro, um die 5 Euro. Da brauche ich jetzt keinen Fleur de Sel oder diese ganz feinen Salze für eine Suppe hernehmen. Das nehme ich höchstens, um auf ein Fleisch oder auf ein Carpaccio drauf zu streuen oder nachher ein Gemüse zu würzen. Aber hier für eine Suppe oder um einfach nur ein Wasser, ein Blanchierwasser zu salzen, ist das wunderbar.
aber eben auch nicht so hochwertig wie ein Fleur de Sel. Für die Suppe genau richtig. So, und dieses Salz gebe ich jetzt extra dazu, also ein feines Salz, damit das Wasser aus den Zwiebeln und aus dem Lauch gezogen wird. Und mit dem Wasser, das Gemüse hat ja viel Wasseranteil, hauptsächlich Wasseranteil, kommt natürlich auch der ganze Geschmack mit raus. Und deswegen gleich immer etwas Salz am Anfang mit dazu. So bleibt, kann ich es dann auch farblos anschwitzen, weil wenn ich es jetzt ohne Salz reingeben würde, wäre das Gemüse relativ trocken und dann würde es gleich anbraten. Muskatnuss dazu, das ist in einer Suppe wunderbar. Da greife ich in meine Gewürzschublade, darüber erzähle ich euch aber in einem der nächsten Videos mehr. Also ein bisschen über die wunderbare Reibe hier drüber. So, hier habe ich jetzt den Muskat schon mit reingerieben, ja, und durch das Fett, durch das Traubenkernöl nimmt das Aroma richtig schön auf von den Gewürzen und die Aromen fliegen nur hier so durch die Luft. Jetzt reicht das aus, es ist also nicht ausgewässert, es ist angeschwitzt. Damit habe ich auch die Stärke etwas gebunden. Man kennt das von der Mehlschwitze, Zwiebeln und Zwiebelgemüse haben relativ viel Stärke. Und wenn ich eine Mehlschwitze gekocht mache, schmecke ich das Mehl anschließend nicht mehr. Wenn ich also den Lauch einfach nur mit der Brühe, der Sahne aufkochen würde, dann schmeckt es nachher mehlig und das will ich nicht. Also kurz vorher anschwitzen und jetzt kommt die Brühe dazu. Da habe ich jetzt eine schöne Hühnerbrühe, das habe ich euch ja schon gezeigt, wie einfach man es machen kann und dann sich das einfrieren kann. Das seht ihr in dem Hühnerbrühen-Video und jetzt gebe ich es einfach dazu. Das habe ich mir aufgetaut, heiß gemacht, dass es auch schneller geht, denn wir reden ja auch immer von Zeit, wenn es ums Kochen geht. Natürlich kann man das Ganze auch ohne Sahne kochen, einfach jetzt aufkochen, abschmecken, noch ein bisschen Pfeffer mit rein und dann servieren. Eine super leichte Suppe, gerade wenn man auch ein bisschen auf seine Linie achten will. Mit Sahne schmeckt es natürlich noch mal etwas besser, aber auch da nicht zu viel. Also wir haben jetzt hier mindestens 2/3 Brühe und nur 1/3 Sahne, sonst wird es einfach zu fett. Und währenddessen das nun jetzt aufkocht, wenn man jetzt mal sieht, das hat natürlich eine weiße Farbe jetzt von der Sahne auch, wenn man da jetzt mal genau reinschaut. Ja, aber es ist eben fast flüssig wie Wasser, ja, ähnlich wie Milch jetzt. Ja, mit Milch allerdings lässt sich es nicht so gut kochen, die flockt einfach zu schnell aus. Ja, aber so muss es jetzt eigentlich sein. So, das Ganze hat jetzt 3 bis 4 Minuten gekocht. Das reicht aus und länger sollte es auch nicht kochen, weil jetzt wird langsam der Lauch dann auch braun oder grau, wenn man ihn länger kocht, deswegen so frisch wie möglich. Und ihr wollt ja immer schnell essen und schnell kochen und das ist schnell. Und es riecht jetzt schon so gut. Jetzt püriere ich das Ganze. Dabei wird jetzt Sauerstoff unter die Suppe gehoben. Und Sauerstoff ist einer der 3 natürlichen Geschmacksverstärker. Und das macht das ganze Erlebnis noch stärker. Eine leuchtend grüne, frische Farbe. Und dann probieren wir das Ganze mal. Boah, schmeckt wunderbar, aber ich mache immer wieder denselben Fehler. Meine Gier beim Probieren, sollte man immer einen Teller nehmen. Hier ist ja auch schon einer parat eigentlich dafür, aber man vergisst es dann doch immer wieder. Und der kalte Teller zieht jetzt die Hitze aus der Suppe. Man kann viel besser riechen und außerdem viel besser schmecken.